Renate Holland-Moritz Der Ausflug der alten Damen Frieda und Otti bestiegen die Heinrich Mann. Dass sie Frieda und Otti hießen, wusste jeder Ausflügler auf dem Oberdeck nach zwei Minuten. Wegen eines offenbar altersbedingten Ohrenleidens sprachen Frieda und Otti laut und artikuliert. »Sitzt ihr gut, Frieda? Ist ihr auch nicht kalt? Wenn ihr kalt ist, macht ihr warme Gedanken oder macht den Radio an?« Lord Knut ist Jud war Otti? Evergrüns. Nach sowas haben wir noch vor zehn Jahren im Blumenjarten geschunkelt. Schunkel nicht, Frieda, sonst kippt der Kahn. Hast du Hunger oder Durst? Die Möwen werden Hunger haben. Für Durst sollen sie im tauchen. Oder ist das noch die Spree? Gib doch mal die Tüten, Frieda. Du hast doch die Tüten, wa? Mann, Otti, du wirst alt. Das muss schon Artilleriesklerose sein. Ich hab den ganzen Morgen die Brotkirsten hier schnitten und du hast die Tüten in ihr stochen. In den gelben Beutel. Zusammen mit die Brause und den Aufmacher. Kiek nach und du wirst sehen, du bist doof. Jetzt fahren wir in kleinen Venedigrennen. Lass die Tüten zu, Otti. Hier ist es zu eng, hier klemmen sich die Mögen ja was ein. Wie du redest, Frieda, das ist schon extraordinär. Also hier lässt sich leben. Kick mal, da drüben den weißen Bengalo, Der hört bestimmt Ihn Chefarzt oder Ihn Handwerker. So wat könnte uns schmecken, wa, Frieda? Nimm doch mal das Kind weg, das stört mir die Aussicht. Je weg, Bengel! Hast du keine Mama? Denn je bei dir! Denkst du, der geht? Jetzt sind es schon drei Jörn. Ich weiß nicht, wo am Sonnabend die vielen Kinder herkommen. Et ist wegen die Zue Kinderjatten, Frieda. Aber ditt nun alle Jören aus Rünau mit unserem Dampfer fahren müssen. Nee, Frieda, da hätten wir lieber sollen auf dem Balkon bleiben. Und in Krach macht das Volk. Dreh Radio lauter, Otti. Schön, wenn der weiße Fleder, wieder blöd. Kick mal, die gelben Rosen neben die Hollywood-Schaukel, direkt idyllisch. So, jetzt stechen wir im Mögelsee. Jetzt mach aber die Tüten auf. Nimm den Kopf weg, Kleiner, denn fliehen dir auch keine Brotkrümeln in Gesichte. Setz dir mal lieberst neben deine Mama und ess eine Stolle. Jetzt kriegen die Möwen ihr Mittag. Schmeiß höher, Frieda! Sonst reißen mir die Biester noch meinen Hut ab. Nun sieh dir das an, Otti. Das sind ja schon mindestens tausend Stück. Mensch, müssen die verhungert sein. Die schnappen sich das Brot im Fluge, wie die Artisten. Wat? Wat ist los? Nu machen sie mal halblang, junger Mann. Bei ihnen zu Hause gibt's für Möwen auch noch kein Wasserklosett. Hast du denn mitgekriegt, Otti? Der riecht sich auf, weil ihm so ein kleiner Vogel aufsehen helle Schakett gekackt hat. Soll er auch keinen Ausflug bei Mutter Natur machen, wenn er keine Tiere liebt. Aber die zweite Tüte dürf ich schmeißen, Frieda. Hau rucken, ihr Piepmätze, und lasst euch gut schmecken. Der mit dem Schakett war ein Sachse, war? Die müssen doch immer unliebsam auffallen. Ich weiß nicht, auf so'n Kahn passen doch nur mindestens über 300 Leute. Und wen hörste? Die Sachsen. Pass doch auf, Bengel. Wirst du mal nicht mit deinen Dreckstiebel an Tante ihren Rock kommen? Eltern, jipptet, die kümmern sich überhaupt nicht um ihre Hören. Lassen sie einfach frei rumlaufen. Wenn die so'n Obermann de Bene kommen... Äh, äh, Ober, hallo, Opa. Otti, willst du ein Bier oder lieber Kaffee? Was heißt denn ihr Bockwurst? Ich denke, du hast Stollen in Packt. Wieso Ecke? Also gut. Zwei Bockwurst, zwei Bier. Äh, nee, Otti, nach Bier machst du immer so schnell Kruge. Also ein Bier, ein Kaffee. Wieso Kaffee später? Schöne Gastronomie. Reg dir ab, Frieda. Der Mann hat auch nur zwei Hände. Sagen Sie mal, Herr Ober, hat die Bockwurst Pelle oder ist sie nackig? Ja, ich frage nur, wie in meinen Darm. Wie in die Fistel. Habe ich dir schon gesagt, Frieda? der der Doktor gesagt hat, es müsste nun doch eine Fistel sein? Also ich nur mit ohne Pelle. Mensch, Otti, die Pelle machst du ab und packst sie für meine Mulle ein. Geben sie schon her, Ober. Pfui, Deibel, ist das Bier warm. Na, dafür, weil der Kaffee kalt sind. Hast du wie in die Fistel wieder so eine Beschwerden, Otti? Na und wie? Frühmorgens bin ich ja überhaupt kein Mensch. Der drückt und piekt zeigt dir, da hörst du die Engel singen. Äh, jetzt kommen Nachrichten, such mal einen anderen Sender. Aber nicht den ollen Beat. Nu kick dir die Kleine an. Eingepullert hat das Ferkel. Teuren Silastikfummel am, aber noch nicht sauber. So wart gab's früher auch nicht. Mit meinen Kinder konnte ich überall hingehen, in das feinste Restaurant. »Kein Mucks«, haben die gesagt, »ordentlich mit Messer und Jabel essen. Und wenn sie mal raus mussten, alles in anständiger Form.« »Na ja, Frieda, heutzutage haben die Mütter ja nicht wie Qualifizierung und Arbeiten jenem im Kopf. Für die Kinder ist keine Zeit. Und auf dem Wochenende fallen sie dann ältere Leute auf den Wecker, die ihre Ruhe brauchen. Was ist hier, die Musik ist zu laut? Das ist wenigstens Musik, junger Mann. Leha!« wenn ihn das was sagt. Hast du det gehört, Frieda? Der traut sich wat. Ich kieke schon die ganze Zeit, wie der in sein buntet Hemde da sitzt, den Arm um det Mädelje knüppert, als wollt er sie abwürgen. Fahren durch die Natur und tun, als hätten sie sturmfreie Bude. Nee, Otti, mit so ne Jugend kommst du nicht mehr mit. Sind wir schon durch den langen See? Na, dann können wir ja bald wieder Grünau anlehen. Länger hätte ich das dussige Quatsche von die jungschen karten auch nicht mehr ausgehalten. Ich sage ja immer, Frieder, Berlin ist nicht mehr dead. Wartet mal wahr. Die Jugend und die Zugereisten haben die Stadt versaut, sodass sich ein Altingesessener wie wir ja nicht mehr trautet, Maul aufzumachen. Als Frieda und Otti wütend die Heinrich Mann verließen, sagte der junge Mann im hellen Jackett zu seiner Frau, siehst du, Christa? Hab's da doch gesagt, es ist ne anders wie auf der Elbe. Da hätten wir den Müddel getröst mitnehmen können. Lothar Kusche, der teuerste Scheuerlappen der Welt. Auch an jenem Herbstabend versuchte ich unauffällig an unserem Konsumladen für Textilien vorbeizuschleichen, und auch an jenem Abend misslang es. Eckermann, der Chef. Diese männliche Sirene der Kundenwerbung lauerte wie immer in der offenen Ladentür auf potenzielle Käufer. Er saugte mich förmlich mit seinen Blicken an, schnalzte mit der Zunge und rief über die Straße Wenn Sie wüssten, was ich für Sie habe, mein Bester. Ich ahnte wohl, was er für mich hatte, irgendein Kleidungsstück, von dem er mir einreden würde, dass ich es dringend brauchte. Diesmal handelte es sich um einen Pullover. »Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie an mich gedacht haben«, sagte ich, »nur benötige ich momentan keinen Pullover.« Eckermann schaute in eine fremde Ferne und sagte, »Kalt wird's werden.« Mein Vetter Arnold lief als junger Mensch den ganzen Winter lang ohne Pullover herum. Mit 22 Jahren starb er an Lungenentzündung. Sehr bedauerlich. »Ich bin aber im Besitz einer Streckjacke.« Wem sagen Sie das? meinte Eckermann. Ich habe sie Ihnen ja damals verkauft. Das waren noch Zeiten. Da trug man noch Strickjacken. Heute nun freilich. Immerhin ist es schließlich Ihre Sache. Weshalb soll man keine Strickjacke tragen, wenn man beispielsweise den Keller aufräumt oder das Fahrrad putzt? Wenn man allerdings unter die Leute gehen will. Hm. Außerdem habe ich zwei Strickhemden, Herr Eckermann, sagte ich. Ja, 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 ich weiß. Wenn der Frost kommt, können Sie die beiden Strickhemden übereinander anziehen und den Raum dazwischen mit Zeitungspapier ausstopfen. Aber ich stehle Ihnen die Zeit, fürchte ich. Am Ende denken Sie noch, ich will Ihnen was aufschwatzen. Bewahre. Diese Pulloverchen brauche ich nur ins Schaufenster zu legen, und man wird sie mir förmlich aus den Händen reißen. Ich könnte mir das Ding ja mal eben ansehen, sagte ich und folgte Eckermann in den Laden. Der Pullover war nicht hässlich. Er fühlte sich allerdings etwas rauer an, als ich erwartet hatte, und roch so ähnlich wie die meisten Scheuertücher riechen. Natürlich traute ich mich nicht, meine Bedenken auszusprechen. Eckermann gegenüber fühle ich mich immer wie ein Kaninchen, das von einer Schlange fixiert wird. Habe ich übertrieben oder nicht? fragte er. Übrigens ist das Ding aus Wolle, mit einem kleinen Zusatz von einer außerordentlich strapazierfähigen Kunstfaser. Aber ist mir der Pullover nicht eine Nummer zu groß? Das täuscht, sagte Eckermann. Außerdem ist es möglich, dass er nach der ersten Wäsche ein bisschen einläuft. Deshalb sollten Sie froh sein, dass seine Idee zu groß ist. Eine derart bemerkenswerte Idee war mir lange nicht begegnet, aber ich kaufte und floh. Meine Frau betrachtete meine Neuerwerbung wie ein ungeputztes Fenster und fragte, was ist denn das? Wo hast du denn das gefunden? Gefunden ist gut. Das ist ein Pullover. Wolle. Mit einem Zusatz von irgendetwas. Außerordentlich strapazierfähig. Ach, dich kann man nicht allein auf die Straße lassen, stöhnte sie. Mir erzählst du, du gehst zur Post und in Wahrheit wirfst du dich diesem Eckermann in die Hände. Du übertreibst. Wie immer, bemerkte ich. Ach was? Wie viel hat denn das Ding gekostet und warum stinkt es so? Zieh's doch mal über, ob's dir überhaupt passt. Ich nannte den Preis und kroch in den Pullover hinein. Als ich den Kopf aus dem Ausschnitt heraussteckte, hatte meine Frau böse Augen. Du warst also doch in der Kneipe, behauptete sie, aber ich zeigte ihr den Kassenzettel und sie schüttelte den Kopf und sah mich mitleidig an. Außerdem ist dir das Ding doch zu groß, sagte sie. Ich erläuterte ihr, dass der Pullover nur eine Idee zu groß und wozu dies gut sei. Meine Frau wollte den Pullover sofort waschen, und zwar seines speziellen Geruchs wegen zuerst in Wasser, dann in Essigwasser und abschließend in Eau de Cologne. Bei dem Preis für das Ding, sagte sie, kommt es auf ein paar Liter Kölnischwasser mehr oder weniger auch nicht an. Nach der Wäsche roch der Pullover nicht mehr wie ein Scheuertuch sondern wie ein feuchtes Scheuertuch. Ich hatte auch den Eindruck, dass er etwas weiter geworden war, aber ich sagte nichts, und meine Frau sah erst den Pullover und dann mich so seltsam an, aber sie sagte auch nichts. Als das Eckermannsche Exemplar endlich trocken war, hing es wie ein Poncho um mich herum, und meine Fingerspitzen sahen kaum aus den Ärmeln hervor. Meine Frau grinste unverschämt und rief das Kind: Schnell, schnell! Papi hat sich als Clown verkleidet! Das Kind wurde vom Gelächter förmlich zerrissen, bis ich energisch mit der im Innern des Pullovers geballten Faust auf den Tisch schlug und sagte: Er ist aber sehr schön warm! Das glaube ich, kicherte meine Frau, besonders oben am Hals, an diesem Riesenausschnitt. Das ist kein Pulloverausschnitt mehr, das ist schon ein Dekolleté. Ich wickelte mich wütend aus dem Pullover heraus und legte ihn in den Kleiderschrank. Er füllte ein ganzes Fach. Am nächsten Sonntag zog ich ihn an und ging damit spazieren. Schließlich war es kein hässliches Stück, und ich war ein bisschen stolz darauf, dass sich die vielen Leute nach mir umdrehten. Unterwegs traf ich einen guten alten Bekannten, den Kohlenträger Knutzen, der fast immer besoffen ist und aus unerfindlichen Gründen Professor Knudsen genannt wird. Der Professor schlug mir freundschaftlich mit seiner Pranke auf die Schulter und hinterließ auf dem Pullover die unübersehbaren Spuren seiner mächtigen Kohlenträgerhand. Meine Frau weigerte sich, das gute Stück zu waschen, und ich brachte es daher in die Wäscherei. Wem gehört denn der? fragte die Wäscherin erstaunt. Das muss ja ein wahrer Riese sein, der so was trägt. Wahrscheinlich ein Schwergewichtsboxer. Ich lächelte fein und gab keine nähere Auskunft. Als der Pullover aus der Wäscherei zurückkam, war er dermaßen groß geworden, dass sich das Kind unter Zuhilfenahme einiger Besenstangen daraus im Garten ein Zelt baute, um mit Freunden darin Indianer zu spielen. Diesmal schafften wir den Pullover zu einer chemischen Reinigung. Das Unvorstellbare wurde Wirklichkeit. Der Pullover vergrößerte sich noch mehr. Der Halsausschnitt hatte nun eine Größe von 94 Zentimetern. Entweder wir kaufen einen größeren Kleiderschrank, sagte meine Frau, oder wir müssen das Ding auf dem Boden aufbewahren. Soll ich es dir unten ein bisschen umnähen, damit du nicht drauf trittst und stolperst? Ich biß die Zähne zusammen, während sich meine Frau die Nase zuhielt. Das strapazierfähigste an dem Prachtexemplar war offenbar sein eigenartiger Geruch, dem keine Wäsche oder Reinigung irgendetwas anzuhaben vermochte. Papi stinkt nach Scheuerlappen, erzählte das Kind auf der Straße, und als mir ein paar Halbwüchsige an der Bushaltestelle nachgrölten: Nese zu, da kommt der alte Scheuerlappen! kriegte ich die Wut, griff zur Papierschere und zerschnitt den Pullover in lauter quadratische Scheuertücher. Der Pullover ergab 46 Scheuertücher. Dann ging ich zu Eckermann und fragte ihn, was bei ihm ein Scheuerlappen kostet. 40 Pfennig, sagte er. Nein, rief ich, das stimmt nicht. Ein Scheuerlappen kostet bei Ihnen genau 2 Mark und 17 Pfennig. Ich habe gründlich nachgerechnet. Sie machen wohl Witze?", sagte Eckermann verständnislos und dann lachte er. "Für den Preis könnten Sie einen Scheuerlappen aus reiner Wolle verlangen." "Jawohl", sagte ich, "und mit einem außerordentlich strapazierfähigen Zusatz. Man muss sich die Dinge lediglich selber zuschneiden." Aber das verstand er natürlich nicht. C. U. Wiesner Friseur Kleine Korte berichtet über ein Kunsterlebnis. Nehmen Sie Platz, Herr ja, Heimrat. Ja, was gibt's Neues auf dem Bau? Wieder Nachtschicht gehabt? Ich sage immer, der Mensch muss arbeiten, aber er braucht auch seine Freude. Was haben Sie denn am Ende von Ihrem Bisschen Leben gehabt? Nee, der Mensch lebt nicht von Brot alleine. Er muss auch mal an was Höheres denken. Nehmen Sie mir zum Beispiel. Gestern war ich ins Konzert statt zum Frühschoppen, in ein richtig jenes Sinfoniekonzert mit Batenet. Und dazu bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das war nämlich so. Ladentins Ältester von nebenan, wo meine Frau die Patentante von ist, der ist jetzt fertig mit seinem Musikerstudium und gab sein Debüt als Symphoniker. »Jott, ja, ich seh den kleinen Bengel immer noch vor mir, wie ihn der Olle ans Klavier rangeprühelt hat. Na und nu wussten Ladentins ja nicht, wohin mit die Freikarten. Also haben sich meine Frau und ich erbarmt und sind mit Ladentins losgezittert. Wissen Sie, man kommt sicher als keiner Handwerker ein bisschen popelig vor, wenn man die ganzen dicken Autos da bekiegt vor die komische Oper.« aber wir haben ja früher auch mal bessere Zeiten gesehen sehen und weitige Kunsterlebnisse gehabt. Die großen Sterne am Varité, Fritzi Massari und so wird Ihnen ja kein Begriff mehr sein. Oder Max Hansen, der 200 Mal den schönen Siesmund im weißen Rössel gesungen hat. Oder die jörls mit ihren Wünen im Wintergarten. Damals war eben noch was los in Berlin. Heutzutage kann man ja nur mit dem Kopf schütteln. Was die für neumodischen Geschmack in der Musik haben. Zuerst spielten sie eine Ouvertüre. Aber da gibt's ja nun auch so eine und solche. Ich weiß nicht, ob sie die von Dichter und Bauern kennen, wo drin vorkommt: Du hast mein Weib verführt. Ach, da konnte man sich ja wenigstens was dabei denken. Aber versuchen sie das heute mal. Hier, die Ouvertüre war von, äh, warten sie mal. Äh, von Beethoven war die. Das soll er geschrieben haben für ein Theaterstück und sehen Sie, wenn man nur das Theaterstück nicht dazu sieht, dann ist es genauso, als wenn beim Fernseher das Bild wegbleibt und die quasseln weiter. Da gehen Sie eben nicht richtig mit. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Beethoven total blind war und die ganze Musik sozusagen außen Gedächtnis gemacht haben soll. Nun machen sie das erstmal nach. Und nachher haben sie ja auch ganz schön losgeschmettert, wissen Sie, das klang wie deutsche Eichen und so. In der Pause haben wir uns mächtig geärgert, weil sie nicht mal Bockwurst ans Buffet hatten und die belegten Brötchen waren man auch schon von vorgestern. Nach die Pause, wie wir wieder rein sind, wurde es nun Jans und Ja verrückt. Da machten sie ein Konzert für einen Jaien Viertellosen. Also der kommt auf die Bühne, und der Kapellmeister hat ihn gleich begrüßt, der muss ja den Mann noch irgendwie gekannt haben. Aber denn ging's los, ich sah ihnen ein Tollhaus es Janestein. Der Viertellose hat bloß immer rauf und runter gefiedelt, und die Kapelle hat gespielt, was sie wollte. Der Kapellmeister kam ja nicht mehr mit. Ich konnte mir bloß noch an den Kopf fassen. Ich will mal sagen, Musik soll ein an die Seele gehen. Aber die ging mir an die Nerven. Denken Sie, ich hab mir eh eine Mülle, die merken können? Die müssen heute eben alles verhunzen. so ja die Musik und alles für unsere Steuerjroschen. Meine Frau meinte, man jutet, wir die Karten nicht selber bezahlen brauchten. Die nächste Nummer war ja wieder ganz nett. Da kamen noch ein paar Musiker auf die Bühne und Ladentins Ältester war diesmal auch mit von der Partie. Jetzt spielten sie was aus der neuen Welt, aber ich müsste lügen, wenn ich noch wüsste, was. Jedenfalls war's von in Polen, in gewissen Worschak. Nun haben wir ja bloß noch auf Ladentins Ältesten gespitzt, aber der hat klein und bescheiden neben den Kesselpauker gesessen und nicht schmuck gesagt, mit seinen beiden Schlagbecken in der Hand. Das ist da genau wie beim Friseurlehrling. Den lassen sie ins erste Jahr auch nicht gleich an der Dauerwelle ran. Da könnte ja das größte Malheur passieren. Aber ich kann mir vorstellen, wenn der Junge sich gut entwickelt, dann kann er nächstens Jahr vielleicht schon so ein Cello bedienen. Na, wir dachten schon, es kommt ja nicht mehr. Der Kesselpauker hat man auch sehr müde rumgerummelt. Auf einmal! Was soll ich Ihnen sagen? Duckt sich Ladentins Ältester. Ich kenn doch sein Gesichte, wenn der als Bengel wat im Schilde geführt hat. Ich stoße sofort Muttern an, und Mutter stößt Frau Ladentin an, da springt der Junge auch schon von seinen Stuhl, und, pssch, knallt er mit aller Erwalt die Becken zusammen. Und zeigt so auch noch hoch, damit jeder sehen sollte, dass er's hier gewesen ist. »Nur setzen Sie sich mal in so einen Menschen rein. Er weiß, seine Eltern sind da und Onkel kleine Korte. Das hätten Sie genau nicht anders gemacht.« »Frau Ladentin sind die hellen Tränen gekommen. Unser Junge, konnte sie bloß noch sagen. Ich hab mir ja trotzdem meinen Teil gedacht. Dafür haben sie ihm nun studieren lassen, wo er doch viel lieber Schiffskoch werden wollte. Aber wissen Sie, es war eben doch ein großes Erlebnis, vor allem...« wenn Sie nur den Künstler als Mensch kennen, und die Symphonie war ja auch ganz anständig. Wenn man sich so überlegt, habe ich hinterher zur Mutter gesagt, dass dies nun ein Pole war und so eine gute Musik erfunden hat. Mach 250, Herr Geheimrat. John Stave. Name des Teilnehmers. Hallo, wer ist da? Ich habe leider immer noch nicht. Fernsprechkundendienst Platz 7. Ja, sehr angenehm, Fräulein Platz 7. Platz 7. Ach so, Verzeihung. Entschuldigung. Ich möchte gern. Ihre Nummer bitte? Meine Nummer? Warten Sie, ich habe sie erst neu. Kann sie noch nicht auswendig. Ich weiß nur, dass sie mit 69 anfängt. 6, 9, nein, halt, ich muss erst Licht anmachen. Äh, äh ist große Licht. So. Äh, 96, 13, 007. Sehen Sie, mit 6 und 9, das wusste ich schon. Das hatte ich mir schon eingeprägt. Die 9, die 6, die 1, die 3, 0, 0, 7. Sehr schön. Es ist ja in Wirklichkeit auch eine Nummer, die man sich leicht merken kann. Oh, vielen Dank. Ihren Namen bitte? Oh, muss das unbedingt sein? Ja, bitte fassen Sie sich doch etwas kurz. Kurz ist gut. Wie lang und kurz? Nein, halt, nicht kurz. Ich meine, weil Sie kurz sagten. Es wird nicht gehen, wenn Sie den Namen unbedingt... Es ist Vorschrift. Max Knarzenhüffs de Leer. Wie bitte? Ich wusste es. Knarzenhüffs de Leer. Max. Bitte buchstabieren. Nein, es ist Vorschrift. Also gut. Oh, Entschuldigung. Äh, also. M wie Motorhaube. Ich denke, sie heißen so ähnlich wie Knarzenhüpfer schon nur der vorname lautet max ich sagte es ja bereits und max fängt mit motorhaube an mit m der vorname tut nichts zur sache höchstens bei schmidt aber er ist so schön kurz den familiennamen bitte knarzen hüfs Leer. k wie konsumwarenhaus n, n wie n notbremse A wie... Ah, 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 Anton. Jawohl, richtig. Ja, Sie lesen das natürlich ab von Ihrer Buchstabiertafel, da ist es leicht. Ich muss alles im Kopf haben. R wie Rouladennadel. Und gleich noch eine Rouladennadel. Zweimal Robert? Ja, ist recht. Jawohl. Aber jetzt. X. X. Uh. U wie Ulrich? Nein, ein X für ein U. X wie Xantippe? <laughs> ja, Sie sind ja gut. Wie schreiben Sie denn? Ja, Entschuldigung. Schon recht. Äh, wie Emil, äh, wie Emil, N wie Notbremse, H wie Haferschleim ist nicht mehr lang. Machen Sie weiter. Wir haben jetzt Knarksen H. Hm. Ü wie? Äh, ach, das gibt's nicht. Lassen Sie es einfach weg. Ulrich Umlaut. Wie, wie heißt der? Ach so, ja, richtig. Äh, äh, ü. Und jetzt zweimal F wie Flieder. Hände Flieder und so weiter. Zweimal, ja? Gut, ich habe. Ui. S wie Seifenblase. P Pf, wie Pfeil. Mit dem Pfeil, dem Bogen, ja. Also, Y. Oh Gott, wie sagt man dafür? Y? Ach so, das ist gut. Ja, bei diesem schweren Buchstaben, das ist einfach. Jetzt kommt wieder E. E wie Edmund. D wie Donau. E wie Edelstein. L wie Lederaktentasche. E wie Elisabeth. R wie Rollmops. Ja, weiter? Ist nichts mehr. Ist Schluss. Ende der Durchsage. Dann fasse ich mal zusammen. Name des Teilnehmers Knarzenhüfspphydeleer. Nein, knarzen Knarzenhüfsphyedele. Ja, ich verstehe. Rufnummer des Teilnehmers, die 9613007. Einverstanden, jawohl. Sie wünschen? W was ich wünsche? »Ja, weswegen haben Sie angerufen? Haben Sie einen Auftrag?« »Äh, wer ist da schnell noch mal?« Sie. »Ach ja, äh, einen Auftrag. Also, ich möchte mich gern geweckt haben.« »Uhrzeit?« »Äh, jetzt haben wir es zehn nach fünf.« »Ich frage, wann Sie geweckt werden wollen?« »Um fünf.« äh, »Halt, äh, Fräulein!« »Sprechen Sie?« die Sache hat sich erledigt. Ich wollte um fünf. Nochmals meinen besten Dank. Schlafen Sie gut. Ruh. Ruh. Etwa ich vorkommende Namen waren frei erfunden. Renate Holland Moritz Ein ehrloser Mensch. Es muss wirklich mal gesagt werden, dieser Neue ist ein Stachel im Fleisch unseres Kollektivs hätten wir den bloß nicht genommen aber was blieb uns übrig mit drei kellnern kommt eine exklusive bar wie unsere einfach nicht aus also der kerl hat gerade die fachschule mit glanz und gloria absolviert sieht gut aus und hat gesunde füße alles noch kein beinbruch aber schon sein name hätte uns stutzig machen sollen jochen flitze ist das vielleicht ein name für einen kellner das klingt ja schon wie eine verächtlichmachung aber gut Sehen wir drüber weg. Im Gegenteil, wir sind nett, kollegial, alles. Und Gisela, unsere Barfrau, macht dem Affen noch schöne Augen. Jetzt möchte sie ihm seine am liebsten auskratzen. Heute in der Gewerkschaftsversammlung ist er dran. Wurde auch Zeit. Also, Kollegen, sagt unser Küchenleiter Franz, der den BGL-Vorsitzenden macht. Also, wir müssen uns über die weitere Entwicklung des Kollegen Flitzer einig werden. So geht's jedenfalls nicht weiter. Der Mensch bringt unser ganzes Lokal auf den Hund. Erst gestern macht er einen riesen Zoff, weil der Geflügelsalat seiner Ansicht nach ein Apfelsalat ist. <laughs> Wo kämen wir denn hin, wenn wir pfundweise Hühnerfleisch verarbeiten wollten? Ist ja nicht meine Schuld, wenn die Leute unbedingt in einer Nachtbar essen müssen. Sollen sie sich doch Stullen mitbringen. Was der Kollege Franz sagt, möchte ich unterstreichen, ruft Erna, die Beiköchin dazwischen. Mich ödet das Gemecker von diesem Flitzer über den Räucheraal langsam an. Ihr wisst genau, wie selten es welchen gibt und wie scharf mein Alter auf Räucheral ist. Ich meine, ein bisschen menschliches Verständnis unter Kollegen kann man doch erwarten, oder? Die Erna hat recht. Aber was kann man von so einem Versager wie dem Flitzer schon anderes erwarten? Neulich, es war kurz vor Feierabend, also gegen vier, bestellen ein paar angetüterte Provinzonkels drei Scotch. Es versteht sich ja wohl von selbst, dass der Barkeeper Cottbusser Whisky eingießt. Da kommt dieser Lump auch schon angeflitzt und verlangt, dass die Bestellung korrekt ausgeführt wird. Wie hoch der Verlust für den Keeper war, könnt ihr euch selbst ausrechnen. Ich meine, da hört doch irgendwie der Spaß auf. Richtig, sagte Gerhard, der Oberkellner. Ich bin dir dankbar, dass du dieses Thema anschneidest. Der Fall ist nämlich nicht nur einmal, sondern schon des Öfteren vorgekommen. Könnt ihr euch noch an die Nacht besinnen, wo ich der Dame in dem verschnittenen Brokatkleid den Kokeltaler serviert habe? Ja gut, sie wollte Blaustengler. Aber, dass die kein Weinkenner war, hätte selbst ein blinder Kellner mit den Hühneraugen gesehen. Aber nein, der liebe Kollege Flitzer erklärt der Dame, ich müsste mich wohl vergriffen haben. Sowas könnte schon mal vorkommen und ich würde die Karafe sofort umtauschen. Ich kann euch versichern, in dieser Nacht habe ich ernsthaft überlegt, ob ich nicht kündigen soll? Entsetzen und Zustimmung spiegelten sich auf den Gesichtern der anderen. Gisela, unsere Barfrau, fängt sogar an zu heulen. Wenn der Kerl nicht fliegt, gehe ich! Ich habe das nämlich nicht nötig, mir jeden Cinzano nachmessen zu lassen! Schließlich hat man ja auch seinen Stolz! Nur reg dich nicht auf, sagt Franz, der BGL-Vorsitzende. Wenn du gehst, gehen wir alle. Und das dürfte ja wohl nicht im Sinne der Direktion sein. Also schlage ich vor, dass wir uns vom Kollegen Flitzer trennen. Wer ist dafür? Einstimmig angenommen. Ich danke euch, Kollegen. Obwohl alles, was hier steht, die lautere Wahrheit ist, hat sich unsere Gewerkschaftsversammlung doch ein bisschen anders zugetragen. Nachdem unser Küchenleiter Franz, der dem BGL-Vorsitzenden Macht über die weitere Verbesserung der gastronomischen Betreuung gesprochen hatte, sagte er: "Nun, liebe Kollegen, möchte ich ein Wort zur Entwicklung unseres jungen Kollegen Flitzer sagen. Wie wir in den wenigen Wochen seiner Anwesenheit feststellen konnten, ist er ein besonders fleißiger, ehrlicher und pflichtbewusster Kellner, der es aufgrund seiner vielfältigen Talente, wozu auch Fremdsprachen gehören, auf dem Gebiet der internationalen Gastronomie noch weit bringen kann. Deshalb schlage ich in Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen vor, ihn der Direktion für die Arbeit in einem der uns befreundeten sozialistischen Länder zu empfehlen. Ich bin überzeugt, dass er sich dieser Ehre würdig erweisen wird. Lothar Kusche Lehrbrief für Kriminaldramatiker 1. Es ist angebracht, die Autoren darauf hinzuweisen, dass Kriminaldramen derzeit von den Fernsehern besonders begehrt sind. Die Fernseher sind erfahrungsgemäß nicht nur bereit, alle denkbaren Kriminaldramen zu verdauen, unverdauliche nicht ausgenommen, sondern ihre Schwäche für dieses Genre versetzt sie sogar in die Lage, selbst Stücke, die ursprünglich nicht als Kriminaldramen geschrieben worden sind, für kriminaldramen zu halten zum beispiel unsere tochter tatti siebeneinhalb jahre alt und seit jahren enthusiasmierte matscheibenfreundin verwickelte mich unlängst in eine diskussion über die wirkung von giften als ich um den unannehmlichkeiten eines sogenannten hexenschusses lumbago zu wehren mit schlangengift wie pratox eingesalbt wurde Tati. Lass da mal nicht zu so viel einreiben, sonst kannst da vergiften. Das heißt, wenn du bloß eingerieben wirst, kannst da wohl nicht vergiften. Gift muss man, glaube ich, runterschlucken. Neulich habe ich in Krimi ins Fernsehen gesehen, da hat der Mann die Frau in die Limonade oder die äh, Lamonide oder wie das heißt, Gift reingemischt. Und dann hat sie sie getrunken. Aber sie hat nicht gewusst, dass Gift in die Limonade ist. Aber er hat sie gewusst. Und da war sie schon schlecht, und dann hat er auch von der Hilfs getrunken, und dann ist sie gestorben, und dann ist er gestorben, und dann ist der Vater gekommen und wollte schon mächtig mit beide schimpfen, aber er hat's nicht gemacht, weil es zu spät war, weil beide tot waren, und da hat der Vater sich sehr traurig gefühlt, aber was soll er machen? Der allgemein gebildete Leser hat natürlich längst erraten, dass es sich um den bekannten Kriminalfilm Kabale und Liebe von Helberg Schiller handelte. 2. Der eigentliche Sinn eines Kriminalfilms ist es, dass alle in der DDR verfügbaren Schauspieler darin beschäftigt werden. Dies ist jedoch lediglich ein Nahziel, und wir müssen Kriminalfilme anstreben, in denen sämtliche im sozialistischen Lager verfügbaren Schauspieler beschäftigt werden. 3. Die Dialoge in Kriminalfilmen müssen auf das Wesentliche reduziert und dabei möglichst in jenem trockenen Stil gehalten sein, den die Engländer Understatement nennen. Zum Beispiel. Wie wär's, wenn wir der alten Pflaume von Bankdirektor ein ganz klein bisschen was auf die Nuss geben würden? Hast manchmal sogar so was wie ein Einfall, alter Sandsack. Wär's dir wohler, wenn du die Puppe, die eben vorbeischlich, niemals hättest schleichen sehen? Könnte direkt, falls ich überhaupt Gefühle hätte, das Gefühle haben, dass es mir vielleicht sogar, wenn keiner hinguckt, so ein ganz klein bisschen leid täte. Schade um den alten Knaben. Eigentlich hübsch, wenn man sieht, wie er so friedlich atmet. Das kann er aber auch nicht immer tun, und so ein bisschen Ersticken ist zur Abwechslung mal ganz nett und so weiter. 4. Armut der Fabel kann ohne weiteres durch eine Überfülle von mehr oder weniger handelnden Personen ausgeglichen werden. 5. In Kriminalfilmen dürfen keine Nichtraucher vorkommen. 6. Drehpunkte der Handlung, falls eine Handlung vorhanden ist, müssen natürlich für das Publikum erkennbar sein. Falls das Publikum diese Drehpunkte nicht aus der Handlung selbst ersehen kann, so behelfe man sich mit Schlagzeugeffekten, damit das Publikum die Drehpunkte wenigstens hören kann. Vergleiche hierzu die Dissertation von Rudi Masche, Die Pauke und ihre dramaturgische Funktion, Leipzig 1962. 7. Die für einen Kriminalfilm gebotene Musik ist immer die Jazzmusik. Das liegt daran, dass Jazz, jedenfalls nach Meinung der tonangebenden Kriminalfilmhersteller, von vornherein schon zweifelhaft, kriminell, obszön und überhaupt ist. 8. Wie bei allem, so kann man auch bei der Anfertigung von Kriminalfilmen sparen. Beispielsweise mit Einfällen, Konzentration, Logik, Witz und manchem anderen. Nur mit einem darf man nicht sparen. Mit Munition. 9. Falls sich keine Vamps auftreiben lassen, die sexy sind, so nehme man welche, die sexy sind. Da alle zünftigen Kriminalfilme in Großbritannien oder in den USA spielen, können die Vamps als Angelsexy konzipiert werden. 10. Die erotische Problematik konzentriert sich in Kriminalfilmen zumeist darauf, dass sich gewisse Männer gewisser Frauen wegen verzehren, wohingegen die Frauen nicht sich, sondern die Männer direkt verzehren. 11. Der dialektische Witz des Kriminalfilms besteht darin, dass erst die Leichen richtig Leben in die Bude bringen. 12. Man lasse nicht alle erschießen. Es ist netter, wenn einer übrig bleibt. Notfalls kann er sich zum Schluss ja selber erschießen. 13. Ist schon das Geschehen in einem Kriminalfilm nicht atemberaubend? So kann man dem Publikum doch immerhin mittels einer hektischen Schnitttechnik den Atem rauben. Zum Beispiel McNaughty putzt mit der rein seidenen Krawatte seine Taschenkanone. Schnitt. Gloria Vitali nestelt an ihrer Wäsche sowie an einem lüsternen, schwerreichen Fabrikanten. Hallo da! Schnitt! McMuff und McSuff überklettern im Nebel einen Gartenzaun. McMuff, den Hund werden wir aber, Schnitt! Etwas Twist in der Lasterbar. Schnitt! Der korrupte Polizeichef Oliver Nepp will gerade seine Schmiergelder nachzählen, aber ehe er noch den Finger anfeuchten kann, erfolgt abrupt das, woran sich die Zuschauer schon gewöhnt haben, nämlich ein Schnitt. Gloria Vitali im halbdunklen Schlafzimmer. Ist sie nicht nackt wie die Profitinteressen der herrschenden Klasse? Schnitt. Etwas Laster in der Twistbar. Schnitt. O'Connor, O'Spinner und O'Penner lauern in einem mit abgeblendeten Lichtern parkenden, gepanzerten 300-Liter-Camembert, Wobei sich O'Penna seine Fingernägel mit einem Original-Samuraischwert reinigt. Schnitt. McSuff und McMuff drücken, assistiert von ihren Co-Ganoven, Leicester, Square, Westminster, Abbey, Worcester, Shire und John W. W. Source, lautlos große Mengen von Fensterscheiben in einem unbekannten Hause ein. Schnitt. Im trüben Wasser treibt ein Körper. Aber was treibt er da? Schnitt. Gloria Vitali schiebt einige Tote unter einige Betten. Schnitt. Telefon klingelt. Schnitt. In der Twistbar geht das Licht aus und der Tanz los. Schnitt. Ein Schuss knallt. McNaughty greift sich ans Herz und der Zuschauer an den Kopf. Schnitt. Der korrupte Polizeichef braust. Begleitet von seinen engsten Kripo-Mitarbeitern Chesterfield, Kenty, Muratti und Ernte23, sowie deren engsten Mitarbeitern, sowie deren engsten Mitarbeitern in mehreren Autobussen zu einem Tatort, von dem kein Mensch mehr weiß, welche Tat dort getan worden ist. Schnitt. Mexuf, infamer Hund. Ein Unbekannter, vermummt, Augenblick, ich muss mal. Schnitt. O'Penna, reinigt sich mit einer unerhört vergifteten stricknadel die ohren mensch das kitzelt aber schnitt in der bar geht das licht an und die garderobenfrau typ gütige alte oma die alles für ihre enkel tut fegt die toten vom parkett schnitt spielhölle schnitt die nicht korrupten mitarbeiter des korrupten polizeichefs Folgen diesem und seinen engsten Mitarbeitern sowie deren engsten Mitarbeitern sowie deren engsten Mitarbeitern mit ihren engsten Mitarbeitern und deren engsten Mitarbeitern und so weiter in einem Sonderzug. Schnitt. Gloria Vitali treibt der Abwechslung halber auch mal im Wasser, aber nur für kurze Zeit, denn dann, Überblendung, treibt sie es in der Bar und zwar toll. Schnitt. Mexuf und Mexuf hauen im Twist-Rhythmus in der Spielhölle die Spielteufel von den Sesseln. Schnitt. Chesterfield, Kenty, Muratti und Ernte23 sowie John W. W. Source keilen sich mit Leicester, Square, Westminster und Abbey, während, Überblendung, der korrupte Polizeichef im Wasser treibt und, Überblendung, McNaughty an der Bar unzählige Whiskys trinkt, bis er nicht mehr weiß, worum es eigentlich geht, was er übrigens vorher auch nicht wusste. Schnitt. Die nächste Folge unseres Krimis »Die siebte Spur führt in den dritten Keller« sehen Sie übermorgen Abend. C.U. Wiesner Friseur Kleine Korte als Kriminalexperte Nehmen Sie Platz, Herr Heimrat. Was gibt's Neues auf dem Bau? Wieder Nachtschicht gehabt? Sehen Sie, die einen arbeiten und die anderen machen sich schlaflose Gedanken. Also nicht, dass ich richtig lehende Sorgen hätte, aber ich stimuliere schon seit Tagen vor mir hin. Meine Frau sagt bloß immer, der Herr Leisejang hat mir ein Floh im Ohr gesetzt. Leisejang ist doch Regisseur ins Fernsehen. Oder warten Sie mal, ich glaube, der ist so ja Aufnahmeleiter und dürfte immer bei die Krimis Großaufnahme leiten, damit jeder sieht, wie das Opfer mit die Augen rollt. Oh ja, der zeigt ihm wohl den Kittel zu fest umgebunden, kriegen ja keine Luft mehr. So, nur ist besser. Kurz und grüne sagt, Leisegang sagt, dass es ja nicht so schwer ist, so einen harten Schriller zu schreiben. Bei Fernsehens, sagt er, hat jeder eine Chance. Und was die Dramaturgiker sind, sagt Leisegang, die nehmen jetzt schon beinahe jeden Quatsch, weil Dichter nicht mehr einfällt. Kommen Sie mal bei uns, sagt er, bringen Sie eine Art Expresso mit, da muss drinstehen, wie viele Tote und ein Besken, was je, Irren in, in, in der Gesellschaft, und dann flemmern wir schon in anständiges Verdrehbuch daraus zurecht. Ich werd ja den Verdacht nicht los. Der Mann wollte mal bloß verasten. Aber bei mir nicht. Äh, wollen Sie die Koteletten schräg oder ich rate? Ja, jeder mit eben verschieden. Also nur halt mir, gesagt.« sagt. Wichtig ist, dass ich erst eine gute Idee für das Expresso finde, welche die Leute so kalt überm Rücken läuft, dass sie vergessen, nach dem Kanal 7 rüber zu schalten. Denn je in unser Programm können sie reden, was sie wollen. Aber was so ein richtigen Krimi betrifft, da lassen sich unsere Kriminaldichter nicht lumpen. Unsere Schauspieler sind auch nicht von Pappe und... Wenn die einen Jängster die Joltplumpen polieren, sieht der Mann hinterher genauso schön bedrüselt aus wie drüben. Natürlich ist bei unseren Krimis noch eine Portion Politik mit dem Mang. Det können die sich eben nicht abgewöhnen. Nehmen Sie zum Beispiel den Film Toten essen keine Salzjurken. Das hatte so ja noch einen anderen Vorteil. Es blieb alles ein bisschen unklar, sozusagen ein Nebel der Gedanken, wie der Dichter spricht. Und dis is jut so, man krault sich viele besser, wenn man nicht genauet nicht weiß. Ja, das Leben ist ja so ernst, besonders für unser Ehen, der das Banner von die Handwerker-Selbstständigkeit immer noch drohend über die ganze PEH schweben lasst, als der Letzte seines Stammes. Nur sagen Sie selber, warum soll ich mir nicht ein paar Joschen durch ernsthafte Dichten dazu verdienen? Nehmen Sie noch eine Kopfwäsche? Bei in Krimi. Ist das Wichtigste die Spannung. Ich würde da so ja die Hochspannung benutzen. Nun müssen Sie nicht denken, dass ich in feuriger Hase auf das Gebiet bin. Ich hab mich schon immer mit solchen Sachen befasst. Vor allem in der Systemzeit. Da war oft hier noch eine Börse niedrige Beise und in Polizeipräsidium eine gewaltige Hose. Da konnten Sie jeden Tag in einem neuen Posten interessanten Mord studieren, an groß und an Detailsch. Einmal war ich so ja beteiligt, als Zeuge natürlich. Da hatten sie bei Fleischer Mäusel nebenan, das war dunemals noch der Großvater von den Häutchen, das große Hackebeil entwendet. Andern Tag fuhr der dicke Jennat mit seinen schwarzen Sechszylinder Maybach vor, das war sozusagen der Sherlock Holmes der 20er Jahre, und nahm alle Mäuseln im Kreuzverhör wie lange das Beil schon weg sei und so, und dann kam er bei mir und sagte mit, die Waffe ist wahrscheinlich ein Mord begangen worden. Und ob ich die am Tag vorher noch gesehen hätte, konnte ich natürlich nicht sagen, weil ja Muttern immer selber einkauft, und die war gerade bei meinen schweren, treuen Briezen. Hätten sie mal sehen sollen, die ganze Straße kaufte plötzlich bei Fleischer Mausen, und dabei stellte sich nachher raus, dass man bloß in Arbeitsloser die Mordwaffe geklaut und beim Altwarenhändler verscheuert hatte. Gott, ja, das Ollerasiermesser wird auch immer stumpfer. Fahren Sie vorsichtig mal mit dem Finger drüber. Sehen Sie, so eine erschütternde Erlebnisse laubt Ihnen heutzutage keiner mehr, weil die Jugend diese psychologische Art von Kriminalität eben nicht mehr kennt. Wer hieß denn heute noch den großen Edgar Welletsch? Gehen Sie doch mal in eine Buchhandlung. Was empfehlen Sie die jungsten Dinger? Prest! Aber der Mann ist für einen anständigen Friseur schon wählen sehr verbotene Haarfrisur undiskutabel. Und weiter? Strittmattern und Mausepunks Bellamy und den Essense. Entschuldigen Sie, jetzt habe ich ihn geschnitten. Kommt bei mir alle Jubiliare mal vor. Aber saft Krimis, das hört doch schon bei die Shakespeare'schen Otellon auf. Die Zeit denkt nur noch an Chemie und Professor Neuberts neumodisches Eheleben. Und darum seh ich eben meine große Chance bei's Fernsehen. Finden Sie mal ne Farbe, sagte Leiseyang. ich, den Mann kann geholfen werden. Und ins Fabulieren war ich schon immer groß. Besonders, wenn ich in Kleen gepichelt habe. Und nur halten Sie sich fest. Vorrichte Woche. Hat mich die Muse von der Kriminalität einen dicken Schmatz auf die Glatze gegeben? Äh, scharf nachwaschen? Äh, passen Sie auf. In selbstständiger Friseur, also nicht, dass Sie denken, ich rede Prodomus, ne, findet eines Tages in sein Keller eine Leiche. Nur hat der Friseur natürlich Schiss und denkt, ich war's ja nicht, aber man kann ja nie wissen. Jetzt tritt sein Neffe auf, der hat eine kleine Matscheibe und ist Kunstmaler mit große Staatsaufträge und so. Und der will den Keller von seinem ollen Onkel malen. Wie er die Leiche sieht, schreit der Onkel Willem, das ist doch meine ehemalige Geliebte. Inspektor Warnecke, der sich gerade rasieren lässt, hört den Schrei aus dem Keller und untersucht stante Pede alle Spuren. Der sieht sofort, dass die Mörder von nebenan sagen wir mal von und Mäuseln, in Yang in den Keller gekratzt haben. Das ist ein Motiv, was ich von die berühmten Gebrüder Sasse entnehme. Und jetzt kommt das Verrückte. Der Neffe ist ja nicht der Neffe und was lachen Sie denn so döslich? Ich habe nämlich diese Fundidee schon aufgeschrieben und gleich nach Ladenschluss gehe ich zur Post und schick das Expresso nach Adlershof. Hof. Und wenn Sie platzen vor Neid, ich bin sicher, die fabrizieren aus meiner Anregung in sieben Teilen Krimi daraus. Mach 2,50, Herr Heimrat. John Stabe. Jetzt kommt Onkel Ferdinand. Unsere Ehe verläuft an 364 Tagen des Jahres. Ausgeglichen, kann man sagen. Nur an einem einzigen Tag wird sie von einer schweren Krise durchzogen. Und dies zu Silvester. Ich muss noch kurz vorausschicken, dass wir so gut wie keine Verwandtschaft haben. Auch ist unsere Ehe kinderlos geblieben. Sie wird nun bereits 21 Jahre. Lediglich meine Frau hat aus ihrer ersten Ehe einen Sohn eingebracht, der uns aber vor kurzem verlassen hat, weil er es nicht verwinden konnte, dass er mit seinen 22 Lenzen nicht mehr auf der sogenannten Besucherritze schlafen durfte. So ist uns nur noch Tante Wanda geblieben die wir später einmal, wenn es soweit ist, ein bisschen beerben und uns deshalb warm halten wollen. Aber es ist noch ein bitterer Weg, bis wir endlich ans ersehnte Ziel gelangen. Ihr armen Kinder, sagte Tante Wanda vor einigen Jahren zu uns, da waren wir aber auch schon fast vierzig. Tut mir so leid, immer den letzten Tag des Jahres allein zu Haus, ich werde euch von nun an Gesellschaft leisten. Nein, nein, Tantchen, rief ich entsetzt aus, das ist wirklich nicht nötig, dieses Opfer können wir nicht annehmen, du hast schon so viel für uns getan. Der letzte Satz war nur so dahingesagt, aber Tante Wanda nahm den Faden auf. Für euch ist mir kein Opfer zu groß. Selbstverständlich hatten wir all die Jahre zuvor nie allein Silvester gefeiert. Wir haben einen ziemlich großen Freundeskreis, das heißt, wir hatten ihn wenigstens was Silvester betrifft. 1978 brach Tante Wanda in unsere Gesellschaft ein. Die Tante riss sofort das Heft an sich, sprach ein Rauchverbot aus, verdünnte die Bohle und versteckte die Kognakflaschen. Sodann erzählte sie in aller Ausführlichkeit, wie sie einst Onkel Ferdinand, also ihren eigenen, leider so früh verstorbenen Mann, kennen und lieben gelernt habe. Auch die Schicksale ihrer beiden Schwestern Lilli und Mathilde, bot Tante Wanda mit großer Detailfreudigkeit da. Als Freund Lothar um zwölf Uhr mitten in den interessanten Ausführungen von Tante Wanda »Prost, Neuer!« rief, wurde er von ihr mit »Übler Flegel« tituliert. »Diesen Mann«, sagte Tante Wanda, »wünsche ich nächstes Silvester hier nicht mehr zu sehen.« Nächstes Silvester waren wir bereits unter uns. Es war schrecklich langweilig. Die Schwäger und Schwägerinnen kamen an die Reihe. Es waren Namen, die ich zum ersten Mal hörte. Kein einziger Zusammenhang wurde mir klar. Ich gähnte ein paar Mal recht herzerfrischend. In einem unbewachten Moment zischte mir meine Frau zu: Reiß dich zusammen! Es hängen mindestens 35.000 Mark daran! Das sind natürlich recht aufmunternde Worte und ich träumte sofort von einem funkelnagelneuen Wartburg Deluxe einer HiFi-Anlage und einem Swimmingpool für unseren Garten in Buchholz am Tümpel ihr lieben schrieb die gute tante nun klingt das jahr bald wieder aus ich denke oft an euch zu hause seid lieb und nett zueinander und freut euch schon immer auf die silvesterfeier mit eurer tante wanda ps Diesmal bringe ich die ganzen Fotoalben mit. Um 19 Uhr tutete es unten. Ich sah aus dem Fenster. Tante Wanda stand vor einem Taxi und bedeutete mir, herunterzukommen. Sechs große Fotoalben lud sie mir auf. Drei trug sie selbst. Das ist aber schön, Tante Wandchen, dass du uns wieder besuchst, heuchelte meine Frau. Wir tranken Brombeertee. Tante Wanda referierte. Das Telefon klingelte. Es war Paul. Ist die alte Schreckschraube wieder bei euch? Ich sagte, ich danke recht sehr für die guten Wünsche. Auf Wiedersehen und einen guten Rutsch. Wer war das? fragte Tante Wanda. Die Nationale Front, sagte ich geistesgegenwärtig. Um 22 Uhr waren die Kinderbilder der drei Schwestern an der Reihe. Das ist Lilli. Sie war immer die hübscheste von uns. Sie liegt hier auf dem Bärenfell. Das Foto wurde seinerzeit von einem Hoffotografen in der Skalitzer Straße angefertigt. Ich bin ja die älteste von uns Schwestern. Fünf Jahre älter als Lilly und zwei Jahre älter als Mathilde. Da durfte ich schon mit. Ich war sechs. Und der Herr Hoffotograf sagte, na, Fräulein, Sie sind wohl schon ein bisschen alt für eine Aufnahme auf dem Bärenfell, was? So ein frecher Kerl. Aber er sah recht gut aus. Trug einen tollen schwarzen Schnurrbart und Lackstiefel. Er hieß William. Tante Wanda errötete direkt ein bisschen. Über uns tanzte man, dass die Decke wackelte. Bitte, Jakob, hole mir einen Besen, sagte Tante Wanda. Ich wollte sowieso in die Küche, weil ich dort heimlich Bier trank. Da sah ich zum ersten Mal die Mordwaffe. Es war ein Kotelettklopfer. So ein Holzhammer, der eine geriffelte Schlagfläche hat. Ich betrat wieder das Zimmer. »Was willst du fegen?«, fragte ich naiv. Sie nahm mir den Besen aus der Hand und klopfte mit dem Stiel an die Decke. »Hatte ich schon von unserem schmiedeeisernen Kronleuchter gesprochen? Nein? Dann wird es Zeit.« »Hier seht ihr Mathilde. Es ist eine Kommunionsaufnahme. Ihr seht es an der Kerze, die Mathilde in der Hand trägt. Als die Aufnahme gemacht wurde, war ich schon siebzehn. Ich weiß noch genau, wie viel die Kerze kostete. Zwei Mark neunzig.« ich stand jetzt hinter der Tante, weil ich ihr Tee nachgoss. Es war 23.50 Uhr. Mathilde war im Ganzen etwas dick. Sie war die dickste von uns dreien, aber sie war die Erste unter der Haube. Ich verstehe die Männer nicht, was die an dicken Frauen haben. Ein eigenartiger Geschmack. Mit Gift dachte ich, müsste es auch gehen. Die geriffelte Schlagfläche hinterlässt vielleicht doch Spuren, die einem schließlich zum Verhängnis werden können. Und dann fällt der Traum vom Swimmingpool endgültig ins Wasser. Aber dann fiel mir wieder so ein Schnapsreklame-Slogan ein. Der geht so: Ach, wie schön wird erst das Leben, wenn wir einen Hammer heben. Lilly hingegen war die zarteste, ganz grazil, von oben bis unten ätherisch. Ein langer weißer Hals wie eine Giraffe? Fragte ich vorwitzig, denn ich hatte immerhin schon zehn bis zwanzig Flaschen Bier. Heimlich getrunken. Die Tante war innerlich empört, aber sie konnte ja schlecht sagen: Diesen Mann will ich nächstes Silvester hier nicht sehen. Außerdem war es sowieso ihr letztes Silvester. Alle Männer drehten sich nach ihr um. Lilli jedoch war zu wählerisch. Sie wies manchen wohlhabenden Verehrer ab. Das Ende vom Lied war, dass sie als Jungfrau starb. Prost, neuer, Tante Wandchen, sagte meine Frau und wir stießen mit den teegläsern an ich sagte einen moment ich will bloß noch den hammer holen oben fing sie wie verrückt an rumzuhopsen draußen knallte und zischte es ich trank ein bier nahm den koteletthammer und verbarg ihn auf dem rücken als ich das zimmer betreten wollte sagte tante wanda jetzt kommt onkel ferdinand sie schlug ein neues album auf da sauste der ganze Kronleuchter von der Decke herab und erschlug die Tante. Ich verbrannte den Hammer und die Fotoalben als Beweisstücke. Weshalb tragen Sie Gummihandschuhe? fragte der Polizist, den meine Frau herbeigerufen hatte. Das ist so eine Silvestermarotte von mir, sagte ich. Und das letzte Wort Ihrer Tante sei gewesen, jetzt kommt Onkel Ferdinand. Ja. Aber er ist schon lange tot. Tante Wanda war ein bisschen verschroben, sagte ich. Die gute alte Tante. 24.516 Mark hinterlässt uns Tante Wanda. Den Swimmingpool muss ich mir also aus dem Kopf schlagen. Aber sonst kann ich nur sagen, das neue Jahr fängt gut an. Renate Holland-Moritz. Erholung tut Not. Die Familie war hochgradig urlaubsreif. Ruhe! schrie der Vater durchs Haus. Ich habe eine anstrengende Arbeitstag hinter mir! Das Fernsehen wird ausgemacht! Ich muss mich aufs Parteilehrjahr vorbereiten! Der Sohn brüllte los, als habe ihn wilder Schmerz befallen, während die Tochter im Tonfall eine Megäre blaffte, den Film muss ich sehen für Deutsch und Stabü! Du diskutierst ja nicht mit dem Paukern, wenn ich durchhänge! dann setz dich doch mit dem parteikram ins kinderzimmer schlug die mutter einlenkend vor die stimme des vaters nahm eine hysterische färbung an kinderzimmer saustall wolltest du sagen da kann ich keinen gedanken fassen räumt gefälligst auf befahl die mutter den kindern ich muss den film sehen sagte die tochter mit nachdruck der sohn heulte wieder los ihm war zumindest unterbewusst dass im Wesentlichen sein herumliegendes Spielzeug das Zimmer zum Saustall degradierte. Die Mutter wollte gerade Salat waschen. Als sie in ihrer Nervosität kochendes Wasser über die zarten grünen Blätter gegossen hatte, begann auch sie zu heulen. Sie schmiss den ganzen Krempel hin und kam ins Wohnzimmer. Sofort scharten sich ihre Lieben um sie und begannen sie lauthals zu trösten. In drei Tagen ist es soweit sagte der Vater außerordentlich väterlich. Dann steigen wir ins Auto und fahren nach Thüringen. Nieder mit der Hektik der Großstadt und der überfüllten Ostseebäder. Wir ziehen die Einsamkeit des Waldes vor, wo Hirsch und Reh an Onkel Wilhelms Blockhütte kratzen. Dort werden wir die Nächte verbringen, während wir am Tage den Balsam der Höhenluft, der Blaubeeren und Pfefferlinge genießen. Wartet nur, Balde beschloss er seine Rede und die Familie hielt sich bei den zitternden Händen, die in drei Tagen schon nahe der Oberhofer Höhe ihre verdiente Ruhe finden sollten. Die Fahrt verlief zunächst recht vergnüglich. Die Sonne schien, die Autobahn war mäßig überfüllt. Die Familie sang Schlager im üblichen Mischungsverhältnis von 60 zu 40, was einen Verkehrspolizisten irritierte. Er hob den Stab und befragte den Vater, ob ihm mehr an einer Quittung über zehn Mark oder an zwei Stempeln gelegen sei. »Wieso?« fragte der Vater entrüstet. »Weil wir fröhlich sind und singen?« Aber der Polizist war gar kein Singemuffel, er hatte nur was gegen überhöhte Geschwindigkeit. Der Vater zahlte. Mit Gesang und Fröhlichkeit war es vorbei. Det ist kein Auto, sondern ein Schwitzkasten«, sagte die Tochter und drehte ihr Fenster runter. Es zieht, brummte die Mutter, wo der Junge immer so leicht Angina kriegt. Ich muss mal, quengelte der Sohn. Das hättest du zu Hause machen können, schimpfte der Vater. Hier kann ich nicht halten. Wenn er doch aber jetzt muss, gab die Mutter zu bedenken. Der kann sich alles erlauben, meckerte die Tochter. Wenn ich mal was will, ist immer gleich Kaleika. Ruhe, brüllte der Vater. Die Blockhütte war ein Prachtbungalow. Onkel Wilhelm versäumte nicht zu erwähnen, dass vier Jahre seines Lebens sowie stattliche Summen in dem Bau steckten. Sorgsamste Pflege sei das Mindeste, was er verlangen könnte. Und das herrliche Wetter habe er noch extra bestellt. Dann ging er. Drinne ist es mir zu heiß, entschied die Tochter, weil sie beim Koffer auspacken helfen sollte. Draußen ist so ein Oller Wind, sagte der Sohn. Der auf der Bergwiese spielen sollte, damit er der Familie nicht stören, zwischen den Beinen herumlief. Gott sei Dank, kein Fernseher, rief der Vater beglückt. Was? schrien beide Kinder gleichzeitig. Hier ist nicht nur kein Fernseher, sondern überhaupt kein elektrischer Strom, sagte die Mutter spitz und räumte Haartrockner, Toaster und Tauchsieder wieder in den Koffer. Der Vater griff sich ans Kinn. Dann darf ich mir wohl endlich einen Bart stehen lassen. Untersteh dich! rief die Mutter. Du gehst sofort ins Dorf und kaufst dir Rasierpinsel und Klingen. Der Vater entfernte sich kommentarlos, um den Schuppen zu besichtigen. Als er vor dem Bungalow einen Holzkohlengrill installiert hatte, vergaß die Mutter vor Entzücken den Rasierbefehl. Habt ihr schon den Kamin gesehen? fragte sie. Die Kinder kamen herbei und nahmen ihn in Augenschein. Mach mal Feuer, verlangte der Sohn. Jetzt nicht, sagte der Vater. Die Sonne steht auf dem Schornstein, und außerdem ist es ja wohl warm genug. Ich kann die Kinder verstehen, sagte die Mutter milde. Schließlich haben sie noch nie ein offenes Feuer gesehen. Großartig, brummte der Vater. Jetzt soll ich bei dreißig Grad im Schatten den Kamin heizen, damit diese verzogene Blase bei offenem Feuer rösten kann. Vielen Dank. Flötet die Mutter. Aber wer diese Blase verzogen hat, wollen wir in deinem Interesse lieber nicht erläutern. Ich erinnere nur an das Klappfahrrad. Ein Siebenjähriger braucht ja dringend ein Klappfahrrad, während ich die schweren Netze aus dem Konsum schleppen darf. Was hat das Klappfahrrad damit zu tun? Ich weigere mich ja nur bei 30 Grad im Schatten zu heizen. Wer redet denn von Heizen? Die Kinder wollen ja nur mal ein offenes Feuer sehen, natürlich. Und das auf der Stelle. Also gut, ich werde den Kamin heizen, aber nur um all den überflüssigen Plunder hineinzuschmeißen, den ihr gegen meine Bitten doch mitgeschleppt habt. Die Mutter schob schnell ihr orangefarbenes Luxuskleid samt Goldsandaletten in die Tiefen einer Truhe. Der Sohn verschwand mit einem Campingbeutel auf der Bergwiese. Nach wenigen Minuten brüllte er wie am Spieß. Der doofe Wind hat den Wasserball und die Ente weggepustet! Der Urlaubstag auf der einsamen Berghütte bot noch folgende Zwischenfälle. Der Vater verbrannte sich beim Kaminheizen die Finger, angeblich weil kein Feuerhaken vorhanden war. Der Sohn ließ die heimlich entwendete neue Digitaluhr seiner großen Schwester ins Plumpsklo fallen, gestand aber erst am nächsten Morgen. Die Mutter riss. Bei der Suche nach Wachskerzen eine echt Delfter Kachel von der Wand und bekam vor Aufregung einen Gastritisanfall, wofür die entsprechenden Medikamente zu Hause im Sanitätsschrank lagen. Am folgenden Tag regnete es. Die Familie spielte Mensch ärgere dich nicht, der Sohn verlor und verschluckte aus Wut den einzigen Würfel. In der Nacht drang eine versprengte Kuhherde durch das Gatter der Bergwiese und fügte dem Auto einige Beulen sowie Spinatflecke zu. Der dritte Tag verlief trotz strahlender Sonne sehr gedämpft, weil der Vater wegen seiner Depressionen. <laughs> jeden menschlichen Laut verbot. An weiteren Tagen musste der Sohn zwecks Empfang einer Spritze zum Arzt gefahren werden, er hatte aus dem Walde einen toten Hasen mitgebracht, die Tochter klemmte sich die Finger an einem Liegestuhl blutig, die Mutter würzte eine mühsam gesammelte Schüssel Blaubeeren aus Versehen mit Salz, unter Beteiligung der gesamten Familie stürzte ein sorgfältig gedeckter, aber schlecht aufgestellter Klapptisch mit Getöse zusammen. Stumm vor Entsetzen saßen alle um das Scherben und Speisechaos, hielten sich bei den zitternden Händen, um Trost zu spenden und Trost zu empfangen. In drei Tagen ist es soweit, sagte der Vater außerordentlich väterlich, dann steigen wir ins Auto und fahren nach Hause in unser ruhiges, gemütliches Berlin. Und die Gesichter von Vater, Mutter, Tochter und Sohn waren von einem Glück überstrahlt, dass die Großstädter den Urlaubsheimkehren mit Recht immer so neiden. Lothar Kusche, der Mann, der mal in Schukli-Bukli war. Nicht der Umstand, dass Kärtner mal in Schukli-Bukli war, macht mich nervös. Es stört mich auch nicht, dass der Mann außerstande ist, seine große Reise dorthin jemals aus dem Gedächtnis zu verlieren. Welcher Mann könnte denn so ein großes Erlebnis vergessen? Wer von uns, liebe Freunde, hätte in einer stillen Stunde nicht schon einmal von Schukli-Bukli geträumt, von jener unvergleichlichen und sagenhaften Stadt an der schroffen Felsenküste des Pipaponesischen Meeres, von ihren teils Zwiebel-, teils tomatenförmigen Türmen aus dem vierten Jahrhundert vor oder nach der Zeitrechnung, von ihren supermodernen Hotels, von der ersten überirdischen Untergrundbahn der Welt und von den traditionellen Köchen, die auf der Straße überm Holzkohlenfeuer jene berühmten Bluepinz-Schagodeln zubereiten. Ich gestehe offen, dass ich Kärtner wegen seines Aufenthaltes in schukli -Bukli in ganz ehrlicher und zugleich unanständiger Weise beneide. Unser Einer wird in diesem Leben vermutlich niemals in die fantastische Stadt kommen, die Kärtner sehen durfte. Doch dass dieser Bursche unausgesetzt und bei allen passenden, vorzüglich indes bei allen unpassenden Gelegenheiten von seinem Aufenthalt in Schukli-Bukli ganz ausführlich redet, ist allerdings nur schwer erträglich. Wir hatten mal eine Tante namens Ernestine, welche zeitlebens unter der Zwangsvorstellung litt, sie müsse alle speisen, handle es sich nun um Pflaumenkuchen, Kartoffelpuffer, Rühreier, Nudelsuppe oder Spinat. Unbedingt mit geriebener Muskatnuss würzen. Selbst ihr sogenannter Kaffee hatte einen fatalen Beigeschmack von Muskatnuss. Ähnlich wie jene Tante verfährt Kärtner in Gesprächen jeder Art mit seinen unvermeidlichen Erinnerungen an Schokli Bugli. Nachmittags beim Kaffeetrinken fragte meine Frau ihre Großmutter Clarissa, ob sie noch Kuchen wünsche. Ehe die alte Dame sich zu dieser Frage auch nur mit einer Kopfbewegung äußern konnte, legte Kärtner los. Ich glaube, den süßesten Kuchen der Welt bäckt man in Schukli Sie müssen nämlich wissen, dass ich vor vier Jahren drei Wochen dort war. Schukli Schon der Name klingt wie exotische Musik. Noch heute sehe ich die verführerisch die Hüften wiegenden Blupinschargodeln vor mir und spüre in Gedanken den leckeren Duft frisch gebratener schöner Frauen. Also umgekehrt meine ich natürlich. Die Tante hatte ihm nicht ganz folgen können und so erklärte Kärtner noch einmal langsam, zum Mitschreiben, was er erzählt hatte. Der Erfolg war verhältnismäßig gering, da die Tante nicht zu begreifen vermochte, weshalb in schukli bukli Pagoden gebraten werden. Dieserhalb war der große Weltreisende zu unser aller Glück leicht beleidigt und verließ ziemlich schnell die Kaffeetafel. Ein andermal traf ich Kärtner. Bei einem populärwissenschaftlichen Vortrag, den ein Forscher auf dem Gebiet der kortikoviszeralen Pathologie und Therapie über das Thema Schlaf- und Dauerschlafbehandlung hielt. Im Anschluss an die Ausführungen des Redners wurde das Auditorium zur Diskussion aufgefordert. Als erster meldete sich Kärtner. Ich stimme dem geschätzten Herrn Dr. Bettmann, sagte er, aus vollem Herzen zu. Der Schlaf ist eine der wichtigsten Kraft- und Regenerationsquellen des Menschen und dies nicht nur hier bei uns in Mitteleuropa. Ich darf dafür ein Beispiel geben. In Shukli Bukli, der wunderschönen Hauptstadt von Quakistan an den Gestaden des Pipaponesischen Meeres, hält man es so, dass, vielleicht muss ich vorausschicken, dass ich vor vier Jahren mehrere Wochen dort gelebt und natürlich auch geschlafen habe. Aber wie? Nun hier wäre es wohl angebracht, dass ich ein bisschen weiter aushole. Zu den Nationalgerichten der Quakistaner gehört, wie Sie vielleicht schon aus der einschlägigen Reiseliteratur oder aus meinen damals veröffentlichten und bescheiden der Sache dienenden Leserbriefen wissen, die Plopinzschagodel. Godel. Die Plopinzcha Godel ist ein ganz einmaliges Gericht, welches von Straßenköchen auf Holzkohlenfeuern zubereitet wird. Als ich nun nach Schuklibugli kam, wo mich schon auf dem Flughafen der Oberbürgermeister in Begleitung seines Stellvertreters sowie des Senators für Hochwasser und öffentliche Gitarrenmusik empfingen, da ahnte ich noch nicht, dass, als Kärtner nach einer halben Stunde endlich das Rednerpult verließ, ohne übrigens ein einziges Wort über die Schlafgebräuche oder das Schlafbedürfnis der Bürger von Schukli -Bukli gesprochen zu haben. War der Referent Dr. Bettmann auf seinem Stuhl fest eingeschlafen und die Diskussion musste aus diesem Grunde abgebrochen werden? Kärtner trieb es Ärger und Ärger. Ich erinnere mich noch an einen literarischen Wettbewerb, den der Verlag Bücher von heute ausschrieb, um zu Manuskripten zu kommen, die innerhalb der Serie Das rechte Wort zur rechten Zeit unter dem Titel Kosmonautenalmanach erscheinen sollten. Der große Kenner der pipaponesischen Gestade nannte seine Arbeit ganz schlicht Lupins Schagodeln und Weltraum. In der Einleitung teilte der Verfasser mit, dass er vor vier Jahren drei Wochen lang in Chuglibukli gewesen sei und dann hieß es, vielleicht ist es ein Zufall, dass noch keiner der anmutigen Kosmonauten die herrliche Hauptstadt von Quakistan jemals direkt überflogen hat. Vielleicht ist es auch kein Zufall. Wie dem auch sei, die Holzkohlenfeuer der Straßenköche von Schukli-Bukli blinzeln seit Jahrhunderten in den Weltraum hinauf. Es folgten 128 von Kärtner zusammengestellte Rezepte für die Zubereitung von Blupins Schagodeln. Die Sache ging aber noch weiter. Bei unserem nächsten Zusammentreffen lächelte mich Kärtner bedeutungsvoll an und fragte Schon gehört? Ich sagte ihm, ich hätte schon gehört dass er mal in Schukli-Bukli gewesen sei. Das hatte ich Ihnen wohl beiläufig mal erzählt, meinte er. Aber das meine ich nicht. In der Zeitung stand, dass wir zu Quakistan eventuell konsularische Beziehungen aufnehmen werden. Ich habe mich um das Amt eines Generalkonsuls in Schukli-Bukli beworben. Wer sonst als ich, der immerhin... Ich rannte sofort weg und versteckte mich im nächsten Hausflur und dann sicherheitshalber auf dem Hof hinter einer Mülltonne. Aber Kärtner kann keiner entgehen. Er meldete sich wieder zu einem Besuch an. Was tun? Ich lud einen ihm unbekannten, seriös aussehenden Mann dazu, und wir dachten uns eine Kleinigkeit aus. Kärtner erschien, rauchte eine Zigarette und fing, da wir gerade die wirtschaftliche Entwicklung Grönlands erörterten, sofort mit seinem verdammten Schukli-Bukli an. Da unterbrach ihn der seriöse Mann, wie verabredet folgendermaßen. Sie reden da immerfort von godeln Wahrscheinlich meinen Sie Schapinsko-Bludeln, so heißen die Dinger nämlich in Wirklichkeit. Erlauben Sie mal, empörte sich Kärtner, wer wie ich vor einigen Jahren viele Wochen da unten war, wird doch wissen, ich erlaube gar nichts, sagte der seriöse Mann, denn ich bin in Schuklibukli geboren und auch dort aufgewachsen. Schappinsko bludeln, verstanden? Kärtner verabschiedete sich sofort, nörgelte indes noch an der Wohnungstür Kunststück, wenn der dort geboren und aufgewachsen ist, wichtig du. Immerhin redet er seither hauptsächlich über die Leute, Kochrezepte und sonstigen Probleme von Pesenpost bei Knusselfelde. Da kennt er sich nämlich aus, da wohnt er, da ist er sogar geboren. C.U. Wiesne Friseur Kleine Korte besucht den Weihnachtsmarkt. Nehmen Sie Platz, Herr, Ihr Heimrat. Was gibt's ein Neues auf dem Bau? Wie der Nachtschicht, gehabt? Also, ich würde Ihnen raten, gehen Sie morgen vorher mit auf den Weihnachtsmarkt vorbei, denn kommen Sie erst so richtig in Stimmung und strahlen nachher wie tausend Kerzen. Sehen Sie, trotzdem ich nun Tag für Tag mit so so'n scharfes Werkzeug umgehe, habe ich mir mein weiches Herz bewahrt und bin immer einer von den ersten, die es auf dem Weihnachtsmarkt zieht. Und das seit Jahren. Mir wird denn immer so nach meiner Kindheit zumute, wie uns Vater an die Hand genommen hat und uns die Wunder der Christnacht schon ein bisschen hat vorschmecken lassen. Wir Jörn kriegten denn eine Portion türkischen Honig und konnten auf der Eisbahn. Und unser Olla, so wie der seine paar Kömmchen nascht hatte, wurde das ein richtiger Mensch? Und statt zu laufen durften wir sogar mit der Droschke nach Hause fahren. Und das war denn bei Vattern meistens bitter nötig, weil der kaum noch gerade stehen konnte. Der Alkohol war dunemals eben die einzige Freude von so einem armen Deibel. Und Mutter konnte bloß noch die Hände über'n Kopf zusammenschlagen, wenn ihr Jötterjatte mit uns kleine Würmer angeschossen kam. Aber diese ganze Romantik ist durch die moderne Technik Ratze kahl vor die Hunde herren. Der Mensch ist dauernd in Eile und hat keinen Blick mehr für den lieben Nächsten. Da erinnert ich mir an ihn geradezu rührendes Bild. Von unseren Nachbarn die Kleinste, im Ganzen waren es Stücker Neune, die standen gleich vorne an bei die große Tanne auf unserem Weihnachtsmarkt zu Hause und verkaufte Lametta. Das war, warten Sie mal, in den kalten Winter 99 mußt es gewesen sind. Da hat die Kleine da stand mit ihrer roten Nase und immer vor sich hin geheult, weil sie so ein Kribbel in den Ohren hatte. Da ist ein feiner Herr vorbeigekommen mit einem Bierkragen, hat ihr Jollstücke in der Hand gedrückt und ihr äh, sagt, sie soll nach Hause gehen. Was meinen Sie, wie da zwei Kinderaugen hier leuchtet haben? Du werden Sie mir verstehen, wenn ich sage, die Zeiten haben sich geändert und sind fürchterlich unprosage geworden. Oder können Sie sich vorstellen, dass heute noch einer in frierende Kind einen Joltfuchs in der Hand drückt? Aber wie gesagt, ich lass mir das nicht nehmen und werd also zu Fritze Ladentin, was mein Nachbar ist, sagen, Fritze, das Christkind ist nahe, komm mit nach die Karl-Marx-Allee. Was nun den Weihnachtsmarkt betrifft, so wissen Sie immer ja nicht, wo Sie zuerst hin sollen. Das eine Karussell spielt »O oh, Tannenbaum« und das andere »Einmal weht der Südwind wieder«, da jägt schon lieber nach meine Nase und darum haben wir uns erstmal ein paar Puffer als Unterlage geleistet. Fritze Ladentin, der von Natur aus in richtig jene Glücksspieler Natur ist, hat gleich ein paar Lose aus so einem Kochtopf gefischt, woraufhin wir jeder in Stoffmatrosen und in Frotti-Handtuch gewonnen haben. Nun musste ich mir revanchieren!« und da sind wir in den Jans Ros bei Glücksrad rausgekommen. Fritze hat zwei Frotti-Handtücher und einen Stoffmatrosen erjattert und ich ein Frotti-Handtuch und zwei Stoffmatrosen. Also, wenn wir, um mir mal dichterisch auszudrücken, Muttchen Fortuna noch weiter versucht hätten, dann hätten wir am Ende unsere ganze Volksmarine mit nach Hause schleppen müssen. Äh, sollen die Koteletten gerade oder schräg? Darum haben wir lieber erstmal einen soliden Jock runtergekluckert und sind an eine Rutschbahn gegangen, den Tobebogen wird amtlich heißt. Da kommt es bloß auf den richtigen Standpunkt an, denn halten sie es da stundenlang aus, ohne dass sie kalte Beine kriegen. Lauter kleine Mädchens vom Fließband kommen da runtergeschneit und ein paar haben Jott sei Dank noch ein bisschen Schamgefühl und laufen nicht wie die Kerle mit langen Hosen rum. Aber das werden sie erst begreifen, wenn sie in mein hier Alter kommen. Fritze Ladentin hat es zu lange gedauert, weil er unbedingt noch eine Schießbude wollte. Ich sage, Jut, jemand los sei. Aber mach mal nicht verantwortlich, wenn du noch ein Dutzend Seeleute hier winnst. Und wir treffen uns dann in Oberbayern. Wissen Sie, ich hatte nämlich langsam genug von den Trubel. Achterbahn und Autofahren ist nicht mehr für einen Eulenmann. Ich also rinn nach Oberbayern. Da war eine Alpenluft drin, die hätten sie nur mit auseinander gekriegt. Aber die Kapelle mit ihrer Zuckerwatte am Hut spielte jans zackig »Ja, ja, der Schantiwein« und andere spanische Weisen. Und die Kellnerinnen erinnerten mir mächtig an die Heimatfilme, die ich immer an Jesundbrunn gesehen habe. Echte Dirndlns, und ja, nicht ohne. »Fräulein sag, bringen Sie mir einen doppelten Enzian!« »Nun warten Sie mal, an, Vater, sagt die in ihr, ihr pflegtet bayerisch. Ich bin noch kein Rennauto, wat? Wie's denn weitergegangen ist, weiß ich ja nicht mehr so genau. Mir wurde immer weihnachtlicher und das olle Bier lief rinn wie das reine Öl. Ich bin erst wieder zu mir gekommen, wie mir Fritze ladentin ins Taxi gelotst hat und ihr sagt hat, es ist eine Schande und er hätte mir erst beim Kindersuchdienst wieder erfunden. Muttern hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und ihr fragt, wo ich denn bloß herkomme. Schlagfertig, wie ich nun mal bin, habe ich gleich losgeschmettert. Vom Himmel hoch, da komme ich her. So, nun sind sie wieder Schmuck. Frohe Feiertage und besaufen sich nicht zu so sehr. Mach 2,50. Jon Stabe. Ein schöner Tag. Es sollte ein schöner Tag werden. Otto Zander rekelte sich in seinem molligen Bett. Es war sieben Uhr. Emma, seine Gemahlin, war gerade ins Büro gegangen. Aber er, Otto, konnte noch getrost bis dreiviertel acht in den Federn bleiben. Die Kohlen sollten zwischen acht und dreizehn Uhr fünfundvierzig kommen. Otto Zander machte das zum ersten Mal. Sonst erledigte Emma die Angelegenheiten mit Handwerkern oder Kohlenleuten. Heute jedoch hatte sie als Sekretärin in zwei wichtigen Sitzungen Protokoll zu führen, und da musste Otto ran. Er hatte sich einen unbezahlten Urlaubstag genommen. Im Allgemeinen stand Otto jeden Tag um halb sechs auf, und so war es ein besonderes Vergnügen für ihn, heute an einem ganz normalen Werktag noch lange nach sieben auf der faulen Haut zu liegen. Von mir aus, sagte Otto Zander, könnten jeden Tag Kohlen kommen. Damit keine Missverständnisse auftreten, muss an dieser Stelle eingeschaltet werden, dass Kollege Zander ein fleißiger und zuverlässiger Arbeiter ist, Aktivist sogar, anti -Bummeland. Aber wie gesagt, heute kam er sich wie ein kleiner Fürst vor. Er hörte irgendeine Magazinsendung im Rundfunk. Ein Frühsprecher erzählte Witze. Holm sang, aber sangen. In einem kurzen Interview wurde über eine neuere Methode berichtet, die das Wickeln von Nähgarn auf Pappspulen vereinfachen soll. haufhenkler sangen, Gott sang. Doch das Schönste an dieser ganzen Morgensendung waren für Otto Zander jeweils die Zeitansagen. So schön spät. Sieben Uhr einundfünfzig sagte der Frühsprecher. Otto Zander war mit einem Satz aus dem Bett, wusch sich flüchtig, zog die alte Gammelhose an und den Pullover über, der an den Ellbogen schon gestopft war. Nun konnten die Kohlenfritzen kommen. Das Stereoradio im Wohnzimmer plärrte. Biegesang. Notizen noten Neuigkeiten. In einem längeren Interview wurde über eine neuere Methode berichtet, die das Einsparen von Knopflöchern an Wintermänteln ermöglichen soll. Baccarat sangen, Gott sang. Zander sang nicht, er trank Kaffee und sah auf die Uhr. Dann ging er auf den Balkon und beugte sich weit über die Brüstung. Auf diese Weise konnte er die ganze Straße überblicken. Ein paar Autos standen quergeparkt, an der Straßenlaterne gegenüber war ein einachsiger Autoanhänger angekettet. Zwischen den beiden Kehricht-Containern lag eine alte Matratze. In der Eckkneipe brannte schon Licht. Von den Kohlenmännern war noch nichts zu sehen. Der kleine Fürst schaltete das Radio aus und knipste das Fernsehen an. Es wurde gerade ein Interview gezeigt, in dem von einer neueren Methode berichtet wurde, die das Wickeln von Nähgarn auf Pappspulen vereinfachen soll. Nach einer Weile folgte ein Film, der schilderte, wie ein westdeutscher Millionär sich in einem Hotel als einfacher Mensch ausgibt und dadurch erfährt, dass es einfache Menschen mitunter schwerer als Millionäre haben. Zum Schluss verheiratet der Millionär seine einzige Tochter mit einem Autowäscher. Als Hochzeitsgeschenk will er seinen beiden Kindern das Hotel kaufen, in dem sich alle kennenlernten, aber das Vorhaben scheitert daran, dass dem Millionär dieses Hotel längst gehörte. Es war ein Film für Schichtarbeiter. Otto Zander zog sich die Schuhe wieder an und begab sich zum Hausbriefkasten. Es war jetzt elf Uhr dreißig und die Morgenzeitungen waren bereits eingetroffen. Zander warf bei der Gelegenheit noch einen Blick auf die Straße, aber keine Spur von den Kohlenmännern. Wieder oben angekommen, entdeckte Zander, dass im Kühlschrank kein Bier mehr war. Das war großer Mist, denn schnell mal so Bier holen, das ging nicht. Der Bierladen befand sich drei Straßen weiter. Zu allem Überfluss war es auch dort immer so voll, dass man mit einer Einkaufszeit von mindestens fünfundzwanzig Minuten schon rechnen musste. In dieser Zeit konnten die Kohlenfritzen anrollen und bequem wieder abhauen. Dann müsste Zander vielleicht noch, wenn es hart auf hart kam, die Kohlen alleine vom Platz abholen. Also nahm er sich eine Cola. Er blätterte ein wenig in den Zeitungen, las kleine Anzeigen und Todesnachrichten sowie ein ausführliches Interview mit einem Neuerer, der eine Methode entwickelt hatte, nach der man Knopflöcher an Wintermänteln einsparen könnte. Otto Zander schälte Kartoffeln. Er war ein guter Eintopfkoch. Sonnabends gab es bei Zanders immer einen Topf. Von Otto Zander höchst persönlich angefertigt. Meistens handelte es sich um Kartoffelsuppe mit Bockwurst. Die Suppe bestand aus Kartoffeln, Suppengrün, Salz und Pfeffer. Suppengrün und ein Stück Speck kamen zuerst in den Topf. Hinterher, wenn alles fertig gekocht und gestampft war, wurde die ganze Angelegenheit noch mit einer sogenannten Einbrenne verfeinert. Nachdem das Gemüse geputzt, die Kartoffeln geschält und das Essen aufgesetzt waren, kam Otto Zander gerade zu den Nachrichten zurecht. Es wurde über eine neuere Methode berichtet, die das Wickeln von Nähgarn auf Pappspulen vereinfachen soll. Das Bild flackerte. Der Kanalwähler war in zwei. Dann trat Sendepause ein. Um eins war die Suppe fertig. Oben auf der Suppe schwammen gebratene Speckstückchen. Es duftete herrlich. Es war Ottos erste Wochentagskartoffelsuppe. Hoffentlich, sagte er sich, kommen die Kohlenfritz nicht gerade jetzt angeklötert. Sie kamen nicht. Zander leckte fein säuberlich den Teller ab. So gut hatte es ihm geschmeckt. 13.58 Uhr Otto Zander zog sich die Schuhe aus und legte sich ein bisschen auf die Couch. Nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Die Schritte fielen flach, also ruhte Otto. Der Himmel war blau-violett. Eine leicht bekleidete Dame mit einem Füllhorn schwebte hernieder. Harfenspiel erklang, Glocken läuteten, Gott sang. Aus dem Füllhorn schüttete es Briketts. Um drei Uhr erwachte Otto Zander. Die Kohlenmänner waren nicht erschienen. Die Klingel an der Wohnungstür wäre laut genug gewesen. Otto hatte überdies keinen besonders festen Schlaf. Im Radio lief eine Magazinsendung Holm sang, aber sangen. In einem kurzen Interview wurde über eine neuere Methode berichtet, die das Einsparen von Knopflöchern an Wintermänteln ermöglicht. Zander zog sich die Schuhe wieder an. Er wusste jetzt, was er noch mit dem schönen Tag anfangen konnte. Am Alexanderplatz betrat er das Kaufhaus und begab sich in die Polstermöbelabteilung. Er wählte einen Drehschreibtischsessel aus. Wir können denselben aber erst in vierzehn Tagen liefern, sagte die Verkäuferin. Den nehme ich doch gleich mit, sagte Zander und sah sich im Geist mit dem Stuhl auf dem Kopf den Alex überqueren. Vor den Schaltern, an denen Rechnungen und Quittungen ausgefertigt wurden, war es knüppeldicke voll. Zander war gerade an der Reihe, als die Schalter geschlossen wurden. Vom Rathausturm scholl es sieben. Ach, »Vielleicht sollte es so sein,« tröstete sich Zander. »Vielleicht hätte ich mich an dem Stuhl verhoben. Dann hätte ich unter Umständen vierzehn Tage auf Eis gelegen.« Als er an der Eckkneipe vorbeikam, fiel ihm ein, dass sein Bier oben alle war. Er betrat die Gaststätte und wünschte sich am Tresen fünf Flaschen Bier. Da haben Sie Glück, sagte die Wirtin und wollte die Flaschen schon herausgeben, aber da drehte sich der Herr neben Zander plötzlich um und sagte Mensch, Elli, die fünf Flaschen habe ich doch für mich reservieren lassen. Vater, hast du Pech gehabt. Zander hatte keine Lust zu einem Streit, zumal der betreffende Herr die Figur eines ausgewachsenen Kohlenträgers hatte. Bier und grußlos verließ Zander die Kneipe. Oben klingelte er, Emma machte auf. Die Kohlenfritzen sind nicht gekommen, sagte Zander. Ich habe mal nach Stühlen gesehen. Die Kohlenfritzen sind gekommen, sagte Emma. Um fünf kamen sie, ich war gerade zur Tür rein. Dann aßen sie von der herrlichen Kartoffelsuppe. Emma machte sich noch etwas Maggi ran. Was waren auf deinen Sitzungen los? fragte Otto. Auch nichts Besonderes, sagte Emma. Es ging um neuere Methoden und so. Otto Zander schaltete den Fernseher ein. Die aktuelle Kamera lief. Das Bild flackerte. Wir müssen den Fernsehfritzen anrufen, sagte Zander, goss sich eine Cola ein und machte es sich im Sessel bequem. Hab ich schon getan, sagte Emma Zander. Er kommt am übernächsten Freitag zwischen acht und vierzehn Uhr. Dann, sagte Otto Zander, machst du dir wieder mal einen schönen Tag.